Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Space Astronomy. Ich sehe es, ihr seht es auch im Hintergrund. Die zweite Turbine wird gebaut. Ich habe nämlich mal nebenbei noch ein paar Keulblöcke gebaut und habe jetzt begonnen, quasi während die ich die hier nochmal abgebaut hatte, hatte die eins nach oben gesetzt. Habe ich dann halt, während die gebaut wurde, die zweite nochmal abgebaut und die dann entsprechend nach unten gesetzt, sodass wir halt alle auf einer Höhe haben und dass die halt auch nicht ganz so weit extrem nach oben rausschießen und, sagen wir mal, der uninteressante Teil, damit die Coils sowieso verborgen sind. Und, jetzt haben wir das geschafft. Fehlt also unsere beiden anderen Ziele. Hier brauchen wir noch eine ganze Weile, bis wir die Ziele haben. Ich habe nämlich vor, gleich alle 8 Turbinen, bevor ich irgendwas mache, alle 8 Turbinen irgendwie hinzupflanzen. Bis das aber soweit ist, dass ich 8 Turbinen habe, die ich da bauen kann, das dauert noch eine Weile. Insofern werden unsere 2 Reaktoren, die wir haben, wahrscheinlich noch eine ganze Weile hier erst einmal nur diese 20.000 erzeugen, bevor ich da überhaupt was anschließe, um eben das Cyanid hinzubekommen. Genau. Wir haben in der letzten Folge ja aber trotzdem noch versucht, ein weiteres Großprojekt anzugehen, nämlich eine Quantum-Rüstung. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie weit wir da waren. Ich habe schon wieder halb vergessen. Wir hatten für den Lapotron-Kristall, glaube ich, das eine oder andere herstellen wollen. Und haben, warte mal, Lapis Lazuli haben wir, okay. Ne, wir wollten ja Gedastetes haben, genau. Und das müsste noch hier drin liegen, sehr wahrscheinlich. Genau, Lapis Lazuli Staub, sehr schön. Den nehmen wir raus. Können den hier hinhauen. Und war das in der Mitte ein Diamant oder? Warte mal. Also nochmal. Quantum Rüstung. Lapokriton. Nee, ein Energiekristall, den wir aus Energiumstaub im Kompressor zum Energiekristall machen. Den Energiumstaub kriegen wir mit Diamantstaub. Joa. Redstone. Redstone ist nicht das Problem, Diamantstaub schon eher. Diamantstaub müssen wir uns erstmal ein bisschen was machen. Und weil wir ja sowieso ein bisschen was brauchen davon, werden wir wohl oder übel den einen oder anderen mehr machen. Ich hätte hier hinten noch eine Sackmill, die das hoffentlich kann. Nein, die kann das nicht. Dann muss ich die in Pulverizer wahrscheinlich ballern, weil der das kann. Machen wir mal so rum. Ja, der kann das. Okay. Toll. Übrigens hier, wie gesagt, ferröses Erz. Ich habe immer mal nebenbei mit reingehauen. Sollte ja auch so sein. So. Also das erstmal raus. Wir brauchen Diamantstaub und wir brauchen Red... Nicht Redstone, sondern Redstone. Da muss ich auch nochmal ein bisschen was verlegen. Übrigens keine Sorge, wie gesagt, Redstone ist ja hier hinten. Zeig's euch nochmal ganz gern. Mehr als genug zur Verfügung. Hier unten 39.000. Wie gesagt, das habe ich extra in dem LED-System gemacht, weil das hier würde mir das ganze Ding hier ständig zumüllen. Ihr seht, ab und zu mache ich leer. Wie es aussieht, bin ich auch recht weit gekommen, aber ja, nicht so weit. Denn wenn das der Server mal nebenbei läuft, dann müllt er hier alles zu. Naja, so. Wie gesagt, die Query ist halt schnell. Was willst du machen? So, das hätten wir aber. Wir brauchen natürlich Diamantstaub. Mal gucken, wie. Achso, halt. Mal gucken, wie weit wir sind. Diamantstaub. 27, ne? Immerhin. Nehmen wir die mal mit. So hier war das, ne? Lülülülü. Jawohl. Dann werden wir das so weiterführen. Fehlt am Diastaub, aber den hier können wir ja erstmal in den Kompressor ballern. Denn da wird da drin gebraucht. Kompressor. Und das da rein. Und dann können wir das machen. Den Kompressor brauchten wir auch noch für was Zweites. Das können wir jetzt nebenbei mal mit angehen. Nämlich für die Legierung, für diese hier, Legierungsbarren. Dafür brauchen wir Eisenplatten, Bronzeplatten und Zinnplatten. Ja. Wundersamerweise haben wir von allem was. Ich habe aber keine gebaut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, warum ich welche habe. Aber ja gut, wir haben welche. Das ist okay. So, natürlich noch nicht genug. Bronzeplatten. Dazu sollten wir erst einmal das hier so auseinandernehmen ein bisschen. So viel brauchte ich gar nicht, aber ist egal. So, dann holen wir mal eine Hämmerlein. Haben wir ja ein paar Hammer davon noch. Ja. Das waren sie auch schon. Ja, dann machen wir nochmal Schmiedehammer. Hammer. So, hier drüben ist er doch schon. So. Toll. Eisen haben wir nicht. Stücke. Guck mal kurz, halt Holz. Holzstücke können wir genug machen, das ist also nicht das Problem. Zip. Das war bescheuert. So ist besser. So.
Machen wir gleich mal ein paar mehr. Ich und mein Holz. So, dann Eisen hatten wir eigentlich auch. Eisen, Popeisen und die Stöcke. Stock. Kann auch einfach... Manu. Kann auch einfach nur wieder sein, dass er ja aus irgendeinem Grund der Industrial Craft Geschichte nicht gehen wollte. Ich mach mal gleich mal ein paar mehr. Ja, ja. Weil wenn wir jetzt damit arbeiten, sollten wir schon ein paar brauchen, denke ich mal. Deswegen das wieder rein. Haben wir ja 17 Stück an der Zahl. Nächsten, Habe ich schon wieder alle weggeworstelt? Ne, scheinbar nicht. Nur das Bronze. Ich mache mal noch ein bisschen mehr. Ja, weil was können. So, so, so weit, so gut. Okay. Und dann können wir wieder Legierungen herstellen. Hier diese Legierungsbarren. Mal gucken, wie weit wir kommen. 32. Dann fehlen die Zinnplatten. Zinn. Hat doch alles keinen Zinn. So. Alles mal rein hier. So, und dann Hammer. Da haben wir ja noch ein paar. So, mittlerweile. So rum. Dankeschön. Edited. So, okay. Machen wir das mal raus. Und nochmal Legierung. Ich habe nämlich vergessen, was das andere war. Legierung. Am Ende war es Stahl. Eisenplatten. Nee, okay. Dann gucken wir mal. Ja, Eisen hat auch gefehlt. Eisen hätte ich mir eigentlich fast denken können. Na gut. Eisen. Haben wir. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ich mache mal ein paar Eisenplättchen. Und jetzt nochmal. Legierung. Wenn ich mich nicht irre, brauchen wir davon ein bisschen was. Deswegen habe ich auch ein bisschen was mehr gemacht. Wir gucken mal, wie weit der Kompressor ist. Der ja unten genau einen hergestellt hat. Mehr geht ja gerade gar nicht. Na gut, okay. Machen wir erstmal das hier. Füllen wir komplett auf. Weil der eine reicht mir erst einmal zum Craften. Wir müssen natürlich noch mehr machen. Aber der eine reicht erstmal zum Craften. So, heißt im Klartext das hier weg. Das hier hin. Und dann wieder Quantum. Quantum rüsteln. Quantum. Genau, so. So und so. Damit hätten wir den. So. Iridium verstärkte Platte. Da brauchen wir die Regierung. Diamanten. Und Diamant normal geht auch. Die Legierung machen wir gerade. Ist also kein Problem. Und verstärktes Glas brauchen wir auch die Legierung für. Dann können wir den Nano-Suit-Helm noch. Da brauchen wir eine Carbonplatte und noch so ein Energiekristall. Toll. Und Nachtsichtgerät. Fortgeschrittene Batterie. Erweiterter Wärmetauscher. Uiuiuiui. Ich guck mal, was wir haben. Ja, wir haben Gummi. Das ist toll. So, also wir brauchen die fortgeschrittene RE-Batterie. Mal gucken, was wir davon kriegen. Ja, ein bisschen was haben wir schon. Okay, das war falsch. So. RE-Batterie, Bleistaub. Okay, ein bisschen Blei pulverisieren, sollte kein Problem sein. Und Kupferkabel. Müssen wir gleich machen. Machen wir erstmal Blei. Bleistaub. Wir haben hier 9 einzelne einsame Bleibarren. Die können wir mal mit hier reinhauen. So. So. Okay, das läuft. Nee, das läuft nicht. Pulverisiertes Blei. Wisst ihr, guck mal, haben wir genug davon. Nehmen wir gleich mal ein bisschen was mit. So. Okay. Also nochmal. Quantum. Nachtsichtgerät. Bleistaub. Kupferkabel. Genau, dafür brauchten wir ja hier ein paar Kupferkabel. So. Quantum, Nachtsichtgerät. Das. Kupferkabel. So. Kupferkabel. Sehr schön. Quantum. Nachtsichtgerät. Batterie. Okay, Batterie haben wir. Soweit, so gut. Luminatoren. Verstärktes Glas. Machen wir. Gummi. Hier, das Zeug ist kein Problem. Hoffe ich mal irgendwann. Dann hätten wir hier Lapis Lazuli Platte. Die werden wir wahrscheinlich nicht haben. Und Wärmetauscher sowieso nicht. Die wir aus Kupferplatten machen, die wir auch nicht mehr hatten. Ja. 1. Ja, 4. Das ist toll. Wahrscheinlich, weil ich als Kupfer zusammengesetzt habe. Ja, war wieder mal klar. Ne, Black? So. Hopp.
Machen wir mal ein paar Kupferplatten. So, bitteschön, bitteschön, dankeschön. Damit hätten wir auch alle Hämmer verhämmert. Da brauchen wir wahrscheinlich gleich wieder welche. Platte. Ja, sehen wir gleich. Also nochmal Quantum. Ja, das wird jetzt eine Weile dauern hier. Ist ja eh auch, muss man wirklich sagen, ist ja auch eine Art Großprojekt. Zinnplatten, elektrischer Dingens. Gucken wir mal. Eins, zwei. Okay. Hier hätten wir die Wärmetauscher. So. Nachtsichtgerät. Wir brauchen Zinnplatten im Kompressor Lapis. Mhm. Lapis Lazuli-Staub. 32. Nehme ich mal mit. Wenn ich wahrscheinlich nicht so viele brauche. Guck mal hier rein. Oh, das geht aber auch schön schnell voran, wie man sieht. Ich könnte mal ein Speed-Upgrade hier machen für Dingens. Mal gucken, ob das was hilft. Gerade. Wo haben wir denn die Speed-Upgrades für Industrial Craft? Waren sie das? Übertaktungs-Upgrade heißen sie, genau. Und zwar brauchen wir dafür Kühlzellen, Kondensatoren und Kupferkabel. Die Kühlzellen, die 10K, wie kriege ich die hin? Erstmal brauche ich eine Kühlzelle, die ich wahrscheinlich auch so füllen kann. Nee, ich brauche da Kühlmittel für. Wie kriege ich das schon wieder? Mhm. Industrial Craft 2 Kühlmittel. Ja. Wie stelle ich dich her, du Idiot? Hm. Vielleicht geht da auch einfach Wasser. Probier es einfach mal. Ich mache mal so eine Zelle hier, so eine leere. Im Extractor. Willst du mich verarschen? Oder Metallformer. Aber ich glaube, da hatten wir schon mal was. Da muss ich mal ganz kurz hier um die Ecke gucken. Legierungsschmelze. Nein, Legierungsschmelze. Ich hatte doch mal ganz sicher einen Induction-Smelter. Bin mir fast sicher mal einen Extractor Metallformer oder sowas bauen haben müssen. Weil ich ja auch solche Zellen brauchte. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo ich die hingestellt habe. Ah, die Ordnung hier. Nee, Pura sowieso nicht. Ja, guck mal an, Metallformer, da ist er ja. Also im Metallformer, nochmal, leere, nicht leerer Kanister, sondern leere Zelle, da ist er. Bauen wir im Metallformer über Zinnplatten, drei Stück über das Extrudieren, okay. Zinnplatten, ich mach mal ein paar mehr. So, Metallformer, rollen, schneiden, extrudieren, rein da. Dann kann der erstmal das machen. Dann gucke ich mal, ob das mit dem Dingens funktioniert. Einmal drei leere Zellen. Wenn nicht, naja, dann müssen wir gucken, wo ich es herkriege. Aber ich glaube, das war früher immer Wasser. Vielleicht ist es heute auch immer noch Wasser. Ich weiß das schon. Oh, hier regnet es auch schön. 1, 2, 3. Das Einzige, was es sonst noch sein könnte, wäre hier Kryotium. Was wir so jetzt auf die Schnelle herstellen können, aber da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu, Kryotium herzustellen. Da haben wir ja blöd bei. So, also. Gerade. Wo sind sie wieder hin? Da. So. 10K Energiezelle. Kann ich so eine Kühlzelle. Was ist denn das? Eine Wasserzelle. Mal gucken. Muss ich so mal gucken hier. Kann ich die hier in eine Kühlzelle verwandeln? Eine Bewässerungszelle, na toll. Kompressor, Fluid Transporter, ist einfach nur Wasser. Ja, okay. Trainierung, Fluid Registry, Wasser. Cyanid, geformte Herstellung. Oh, ich kann Obsidian mit Wasserzellen und Lavazellen craften. Coole Sache. Na, gucken wir mal. Add Industrial Craft. Wir hätten hier dieses Industrial Craft Kühlmittel, welches durch eine universelle Flüssigkeitszelle, Lapisstaub, in einer Fluid Kinning Machine destilliertes Wasser zu Kühlmittel. Alter, willst du mich verarschen? Ich meine, wir müssen warten. Also insofern können wir mal gucken, ob wir so eine Fluid Kinning Machine hinbasteln können. Fluid Canning
Industrial Craft. Müssen wir halt so gucken. So, Elektrolysemaschine, Magnetizer, Pumpe, Bergbaumaschine, Kompressor, Extraktor, Zerkleinerer. Ja, Industrial Craft ist immer noch ein sehr, sehr komplizierter Mod, muss man sagen. Dass da halt manches nicht so ist. Flüssigkeitsregulator, nein. Fermentierer, nein. Flüssigkeitswärmetauscher ist es auch nicht. Bergbaumaschine, Feststoff, Abfüllmaschine. Eine Abfüllmaschine müsste es sein, genau. Aber eine. Ein Replikator, nee, Scanner, Blockschneider. Lalalala, Energieomat, Tauschomat. Guck mal, unter Abfüll. Da haben wir eine XP-Abfüllgerät, eine Feststopf-Abfüllmaschine und eine Abfüllmaschine. Mach mal die, vielleicht ist das ja die. Hopp. Toll. Zinn-Item-Hülle. Toll. Das ging ja wieder nicht, weil Eisen, genau. Eisen, Popeisen. Wieder ein paar mehr Hämmer. Oh, wir haben ja schon einiges durchgehämmert. So. Okay. Was jetzt noch? Genau. Abfüllmaschine. Übersetzt halt, ne? Ich spiele halt immer auf Deutsch, wisst ihr ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.000. So. Das hier könnten wir auch gebrauchen, denke ich mal. So. Abfüllmaschine. Okay. Dann brauchen wir noch ein RedNet Energy Tree Cable. Haben wir da. Und knallen die einfach hier daneben. Fertig ist. So. Hop. So. Und die Abfüllmaschine. In der Hoffnung, dass es die ist. Jawohl, scheint die zu sein, die wir brauchen. Sehr gut. Wir benötigen dann nur destilliertes Wasser. Was wir auch benötigen, ist wahrscheinlich nicht so viele von denen. Deswegen machen wir das mal so. Okay. Destilliertes Wasser. So, guck mal, wie kriegen wir das destilliertes Wasser. Immer das T. Destilliertes Wasser. Okay, destilliertes Wasser von Industrial Craft bekomme ich. Ein Flüssigtransportbose mit einer... Ja, das will ich ja nicht. Fluid Registry. So, destilliertes Wasser, leere Wasserzelle. Ja, das ist schon so richtig. Wie bekomme ich das hier? Muss da irgendwie... destillierte Wasserzellen herstellen können. Ja, also ich muss das Wasser wahrscheinlich irgendwie. Gucken nochmal bei Wasser. Wasserzelle. Kann ich auch so machen hier. Geh mal ganz raus. Wasserzelle. Okay, geformte Herstellung. Was ist das? Nee. Im Extractor zu einer Bewässerungszelle. Nein. Im Kompressor zur Schnee, genau da kenne ich mich, erinnere ich mich dran. Bottich, Melzerei, Wasser, Wasserzelle, Cyanid, Wiederaufbereitung, Fassaden, Crafting, geformte Herstellung. Nee, hier ist das irgendwo nicht dabei. Irgendwie muss ich doch destilliertes Wasser herstellen lassen. Warte mal, ich gucke nochmal so. Destilliertes Wasser, da haben wir es. So. Und wir sehen, wir kriegen es von einer Liquid. Toll. Haben wir eine Destille oder irgendwas bei was ist Solardestillator? Genau, den brauchen wir. Genau, das wollte ich wissen. Leere Flüssigkeitszelle, Basismaschinenhülle und Dingens. Okay. Leere Flüssigkeitszelle werden wir wahrscheinlich wieder nicht haben. Leere Zelle war es ja nicht. Es war eine leere Flüssigkeitszelle. Destillator. Und wieder das T, verdammt ich. Destillator. So, also leere Flüssigkeitszelle. Zieht im Itemhülle Glasscheibe, das dürfte funktionieren. Müssen wir nur noch ein paar Hüllen machen. Wo ist denn der Destillator wieder hin? Da. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9000. So weit, so gut. Solardestillator. So und so. So. Keine Glasscheiben mehr, echt jetzt. So. Hallo. Achso, das ging ja nicht. Genau, Glasscheiben. Da war ja immer das Problem. So, 1, 2, machen wir 4. Ich hätte gerne 4 gemacht. Und dann eben nicht.
Der Destillator machen wir erstmal ein. Gucken wir erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Basis Maschinenhülle, natürlich. Und so. Glas geht auch wieder nicht. Glas. So, okay. Solar Destillator, den muss ich jetzt noch draußen stellen, sehr wahrscheinlich. Und jetzt muss ich mir erstmal reingucken. So, wenn ich jetzt das Ding hier reinhaue, dann destilliert er das Wasser. Okay. Auswurf, Flüssigkeits, Auswurf, Upgrade, Pulling, Upgrade. Okay. Ja, das dauert seine Zeit, wie es aussieht. Okay. Kann ich hier eigentlich Wasser reinfüllen? Ja, ja. Genau, okay, dann kann ich auch einen normalen Eimer nehmen. Vielleicht günstiger. So. Eimer. Nimm ein Eimer. So. Hat mein Lehrmeister schon immer gesagt. Wenn du was verschüttet hast, nimm ein Eimer. Weiß nicht, was der mit Eiern wollte, aber er hat das gesagt. So. Yep. So. Könnte natürlich noch ein paar Eimer mehr holen, aber ich habe ja Zeit. So, und dann lasse ich das hier mal destillieren. Sollte vielleicht den Eimer mitnehmen. Zip. 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 Nicht so. Zip. Ein bisschen Platz scheint noch zu sein. Blub, blub. Okay. Fackel, ich weiß nicht, wo ich die weggefackelt habe. Ich mache die mal hier hin. Wir wollen ja nicht, dass irgendwie spawnt hier. So. Und. Halt. Halt. So. Fackel liegt schon wieder da. Naja. Natürlich könnte man auch Wasser einfüllen, aber. Ihr wisst ja, ne? Man könnte viel, wenn der Tag lang ist. So, das Ding lasse ich einfach da drinnen. Dann kommt das dahin. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal rein. Gucken mal nach, was wir jetzt so hinbekommen. Denn wir haben ja schon ein bisschen verbesserte Legierung. Helm. Wo ist er? Nee, Quantum. Quantum Helm. Genau, so einen wollten wir machen. Wir brauchen aber auch noch ein Dingens dazu. Deswegen gehen wir hier nochmal rein. Nehmen das nochmal raus. Nehmen das nochmal raus. Nehmen das nochmal rein. Lassen den schnell durchwursteln. So. Und dann tauschen wir es wieder um. So ist der Plan. Na komm. Yep. Das erstmal nicht mehr. Machen wir erstmal die hier. So. So weit, so gut. Dann jetzt also nochmal. Quantum Helm. Wir benötigen erst einmal das hier. Glas fehlt. Willst du mich verarschen? Glas. Genug Glas. So. 7 Stück. Da kommen wir auch mit hin. Was ist das jetzt? Also eine Linse. Quantum Helm. Wir haben das. Wir haben einmal das haben wir auch. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Luminatoren brauchen wir noch. Den erweiterten Wärmetauscher hatten wir auch noch nicht. Da brauche ich, achso, ich brauchte ja noch normale Wärmetauscher. 2 mehr. Sollte aber machbar sein, denke ich. So. 1, 2. Weil ich brauche ja einen erweiterten Wärmetauscher, der bekanntermaßen 2 solche Dinger hat. Wissen wir ja alle. Bestimmt. So. So. Luminatoren. Zinnkabel. Könnte sein, dass wir da ein bisschen Mangelware haben. Ich mache erstmal ein Zinnkabel, würde ich sagen. Düt. 1, 2. So, müsste reichen. Aha. Eisen-Item-Hülle. Weiß ich nicht, ob ich da was habe. Machen wir mal ein paar. So. Und nochmal. Luminatoren. Glas natürlich wieder. Glas. Immer dasselbe mit dem Glas. So. Okay. 8 Stück. Ne? So viel brauchen wir gar nicht. Dann noch einmal. Quantum. Da ist er. Quantum Helm. Wir haben das hier. Nicht. Wir haben das hier nicht. Weil es fehlt Gummi und das hier wahrscheinlich. So. 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 Haben wir echt kein Gummi mehr? Gummi. Nö. Einfach bipscht. Ich muss mir Gummi machen. Ich glaube, das wird ein Plan der nächsten Folge werden. Ja, Leute, das Zeug tue ich mal raus hier. So, so, so. Und ich werde mal ein paar Gummibäume abbumsen. Ihr wisst schon, was ich meine. Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.